6-1 steht's. Das ist echt okay. 6-1. Ab 7 Arena-Wins nennt man es Infinite Arena, weil man mit 7 Arena-Wins mehr Gold kriegt, als man ausgegeben hat. Also man kriegt mehr als 150 Gold. Zusätzlich zu den möglichen Bonuskarten oder dem Card-Pack. Das heißt, man kann dann unendlich spielen, theoretisch. Und das ist eine Reichweite. 2-2, Voidcaller und Dread Inferno ist eigentlich eine ganz coole Kombo. Vielleicht behalte ich das sogar so. I greet you. My greetings. I feel icky. Okay, ich wollte eigentlich erst den Knife Juggler ausspielen. Jetzt sieht es eher aus, als würde ich erst die Mistress of Pain ausspielen. I can ease your pain. Mal gucken, ob er da schon was entgegenzusetzen hat oder ob ich den Leper Gnome killen kann. Okay. Lebt ja noch ein bisschen länger. Das heißt, die Mistress of Pain lebt noch ein bisschen länger und kann mich noch ein bisschen mehr heilen. Hätte es auch natürlich als direkten Removal nutzen können, aber so gefällt mir es gerade besser. Den AP-Verlust durch die beiden Leper Gnomes ganz gut eigentlich vermieden. Habe jetzt einen 3-2er. Eine 3-2er Mistress of Pain, die mich auch noch mal ein bisschen heilen kann. Habe immer noch den Raging Worgen. Ist ja gar nicht so alles so verkehrt hier. Gucken, nächste Runde eventuell den Voidcaller oder Knife Juggler plus Puddle Stomper. Hängt ein bisschen auch davon ab, was er ausspielt. Au. Swipe, okay, das ist nicht so schön. Auch wenn er sie jetzt killt, mit der Hero Power mal schauen, hat er trotzdem, hat die Mistress of Pain trotzdem ihren Dienst mal hervorragend geleistet. Kann man wohl kaum anders sagen. Für 5 Mana spielen wir gerne den Silverhand Knight aus. Squire, attend me! Ready, sir. Okay, nachdem ich das gesehen habe, ist natürlich jetzt blöd. War ich ein bisschen voreilig, ich habe den Attack gleich gemacht. Nach der Attack habe ich jetzt eigentlich eher den Puddle Stomper in den Yeti geschickt, um den Knife Juggler noch am Leben zu erhalten. Oder halt, oder den Silverhand Knight, je nachdem. Na okay, macht's mit dem 2. Das ist schon wieder so einer, haben vorhin gerade drüber geredet. Das sind so Leute, die ziehen so viel Crowd Control, das ist so eine Frechheit manchmal. Ich weiß nicht genau, was das soll. Wieder nicht. Ich habe einen Hellfire und wenn ich Druiden spiele, kriege ich keinen Swipe. Und solche Leute hier swipen sich hier den Arsch kaputt. Rifleman. Brauchst du gar nicht so klug tun, du Sack. Locked and loaded. Mach ich den Reversing Switch? Na, den hebe ich mir lieber vielleicht noch auf, oder? 1-3. 1-3 ist jetzt auch nicht so spannend. Da kann ich natürlich nächste Runde killen mit dem Angriff, mit der Hero Power. Da fehlt aber auch 3 HP. Ja, das ist schon okay. 3 HP ist schon okay. Oh, das ist natürlich
bisschen blöder. Weil die Sache hat er irgendwie nicht. Jetzt soll mal die Void Crawler einfach alle drei nachziehen. Ach nein! Mein Sack! So ein Drecksack! Naja, mach du mal. Trotzdem noch relativ gut aus für mich in diesem Fall. Gucken, was er jetzt spielt. Ich habe mehr Karten auf der Hand. Ich habe mehr HP. Ich habe das beste Board gerade. Lord of the Claw. Nicht so schlecht. Mal den denn gekillt. Ja, mal gucken, was rauskommt. Habe ich zwei Voidcrawler draußen, aber mit dem Dread Infernal kann ich die beiden halt wegmachen, was natürlich sehr verlockend ist. Aber da ich danach Drain Life nicht spielen muss, kann ich vorher noch einmal einen Life-Tap machen. Das ist die Adventure. Danach. Den kann ich dann auch ganz schön aufpumpen in die nächsten Runden, wenn man den im Late Game zieht. Eine billige Karte habe ich ja schon mal. Schade, keine Dämonen mehr auf der Hand, Nanu. Langsam auch genug Dämonen da liegen. Natürlich ein bisschen geil. Well played. I can see. Hätte er wenigstens noch versuchen können. Ich weiß nicht, was ich in der Hand habe. 7-1. Uiuiui. Was ist mein Rekord bisher? Immer noch 9-1? Ich weiß es gar nicht. Habe ich schon mehr geschafft? So super geil ist das Deck eigentlich gar nicht. Hat schon einige schwache Karten auch mit drin, aber läuft soweit. Ich brauche mal eine richtig geile Deathwing-Action. Mal gucken, ob wir damit dienen können. Gul'dan versus Valera. Watch your back. Your soul shall be mine. Den Fairy Dragon behalten wir mal. Ah, ich habe aber lieber die Coin, weil ich da ein bisschen mehr Optionen habe. So spannend ist das gerade nicht hier. Ja. Und leider keiner meiner einer Minions. The pleasure is mine. I greet you. Genau, war es auch ganz gut, er konnte auf der ersten Runde auch nichts ausspielen. Das war schon mal ein vernünftiger Anfang. Dann gibt es den Void Caller in der nächsten Runde. Dann kann ich schon wieder anfangen, live tappen. Vielleicht kriege ich dann noch mehr Dämonen, dass die sich dann schön durchcyclen. Okay, so geht's natürlich auch. Das ist natürlich keine schlechte Kombo von ihm.
ich habe mich Stiefel hergezaubert. Naja, Spiele ist in Linie. To the void. Das ist doch gar nicht so schlecht. 5-5 Void Caller. Er kann ihn nicht ignorieren. Und wenn er ihn killt, kommt der Dread Infernoment ins Spiel, was auch sehr geil ist. Ich denke mal, er wird erstmal. Okay, ist er da? Eviscerate, die Sau. Na, wie gesagt, dafür kommt jetzt. Dread Infernoment ins Spiel ist auch nicht so schlecht. Da gibt es Schlimmeres. Auf 14 HP runter. Langsam wird's interessant. Na, Assassinate. Zip. Ja, ja. Give me a quest. Drink with me, friend. Doktor sogar nächste Runde nochmal ausspielen, um den Questing Adventurer zu stärken. Es sei denn, es hat schon wieder was, um den direkt vom Brett zu nehmen. Hoffentlich nicht. Assassin's Blade. Leider doch. Neun HP. Interessant. Okay. Sieht langsam immer besser aus. Challenge accepted. Someone call for the doctor. Wir werden aber die Minions ausspielen jetzt. So, 8 Damage habe ich auf dem Brett liegen, mal gucken. Wenn er Removals hat, muss er die jetzt für die Billig-Minions raushauen. Das hilft ihm leider auch nichts. Hat er schon akzeptiert, dass er verloren hat. Uiuiui, 8-1. Aber das ist, weil ich hier so viel geschickt mit den Sachen am Rand zocke. Das ist, glaube ich, das Geheimnis. Hätte ich nicht gedacht. Das Deck ist so ganz cool. Der Deathwing hat jetzt aber auch nicht so oft seinen Einsatz gehabt. Zweimal bisher, glaube ich. Und ansonsten, wie gesagt, jetzt einige Schwächen, aber irgendwie läuft das mal ganz ordentlich. Go first. Der Questing Adventurer sehr viel stärker, wenn man Zweiter ist. Und ich möchte jetzt mal meine Einser- und Zweier-Minions wieder haben. 3, 4, 2, ach kommt. Noch ein paar Einser-Minions. Vielleicht jetzt wenigstens. Greetings, friend. Ja. I greet you. Na, besser als nichts. Auch wenn ich die Heilung teile bei ihr. Habe ich wenigstens eine schöne Mana-Kurve, auch wenn der Battlecry ein bisschen für die Tonne ist. Weil wenn da irgendein Totem nur ausspielt, kann ich das ganz gut killen sofort. Das machen wir schon mal viel wert, lassen, der spielt gar nichts aus. Die gute Stormforged Axe. Der Sack. Sehr gute Waffe.
Wir kriegen immer schon mal ordentlich HP. Dadurch. Auch schon mal was wert. Zack. Ja, das Crackle war natürlich hart jetzt. Hätte gerne Abusive Sergeant eben noch gespielt. Wenn es denn gegangen wäre. Aber ohne Minion auf dem Brett bringt es nicht viel. Na, den Chillwind kann ich zum Glück mit dem Abusive Sergeant. Ja, okay. Kann ich nicht. Jetzt vergessen. Muss auch was liegen bleiben, damit ich... Ja, die Waffe mit drei Angriffen, die hat mir halt schon ein bisschen das Momentum geraubt. Ach, ärgerlich. I am not a morning person. So, wer ist jetzt mit dem Hellfire in der nächsten Runde? Kann ich bitte mal in meinen Hellfire ziehen? Jetzt? Jetzt? Natürlich nicht. Das Sea Giants natürlich. Well played. Das war jetzt nicht so schlecht, weil ich für wenig Tacken einiges ausspielen können. Get in there and fight, Maggot! Habe ich ein bisschen dem Sea Giant was entgegenzusetzen. Er hat jetzt inzwischen mehr Karten und besseres Board. Aber weniger HP. Warte, 4-4. Müsste ja schon ein bisschen was investieren. So many possibilities. So war eigentlich ganz okay. Ich hänge trotzdem ein kleines bisschen hinten, was mich ärgert. Aber dann kann ich jetzt mein Live-Tab in den nächsten Runden mal vernünftig nutzen. Do you like to play with fire? Hero Spirit ist so mächtig. Und hat auch noch gleich sein Sunbound Elemental gestärkt. So, jetzt bitte. Komm, jetzt mal mein Hellfire. Immer noch nicht. Wollte ich davon irgendwas loswerden? So many possibilities. Ja,
Ja. Okay, das tut ein bisschen mehr weh langsam. Ich wäre immer noch für den Hellfire übrigens. Ich glaube, ich habe es noch nicht erwähnt. 6, 8, 10, 12 Schaden langsam. Langsam wird es ein bisschen viel. Pay attention, class. Das war gar nicht so klug. Da habe ich es in einer Reihenfolge gemacht. Ich habe natürlich erst den Voidcaller gespielt. Das war gerade ein bisschen dumm. Kleiner Fehler. Oder großer Fehler eventuell sogar. Schauen wir mal. Das hat mich 3 HP gekostet. Habe ich mich verzählt. 4, 5, 9. Ich hätte Live-Tap gemacht. Ja, natürlich. I wonder. Ach, ärgerlich. Das ärgert mich jetzt gerade. Also andersrum wäre es genau richtig gewesen, hätte ich vielleicht den Flame Imp umsonst ausspielen können. Was nicht so sehr fürs Mana wichtig ist, als mehr für die HP. Ich müsste einen Antique Healbot noch haben. Und ich müsste mein... Das Dingo! Ouch. Ich müsste mein Hellfire noch haben. Tja, damit war es das wohl. 2, 4, 10, 13, 16. Well played. You win this time. Ja, mindestens ein kleiner Fehler. Ansonsten war es ein ganz schönes Spiel. Hat aber leider nicht gereicht. Und 8-1 steht es. Neun Wins wären schon ganz nice. Das gönne ich mir schon noch, oder? Mal gucken, was das Spieleglück dazu sagt. Ich überlege gerade, ob ich noch was hier noch anders machen können gegen den Schamanen eben. Lief eigentlich sonst ganz gut, ehrlich gesagt. Lange. Im Nachhinein schwer zu sagen, wo es genau gekippt ist. Deathwing wäre natürlich eben auch super gewesen. Gul'dan versus Jaina. Ja, es kam wieder Deathwing noch. Your soul shall be mine. Okay, immer der Deathlord mal wieder. Es kam kein Deathwing und es kam auch kein Hellfire, was ich beides ein bisschen gebraucht hätte. Ich vielleicht den Deathlord sogar zurückgeben sollen. Eigentlich mag ich ihn überhaupt nicht. Warum ich ihn behalten? Was ist mit mir los? Kann ich eigentlich überhaupt nicht leiden. Und jetzt habe ich ihn behalten. Na, er kann mich ja ein bisschen beschützen. Schauen wir mal. Je nachdem, was er spielt, davon hängt dann ab, ob ich erst den Knife Juggler oder erst die Micro Machine spiele. Dann spiele ich so. Dann muss er das erst traded jetzt mit dem Knife Juggler. Wäre aber okay. Dann kann ich danach den Deathlord ausspielen und danach Micro Machine mit Lifetap eventuell oder was anderes. Gucken wir mal. Someday I'll be just like you. Okay, für 2 Mana kann auch durchaus kommen. Nein, Kopf. Ach, Glück gehabt. Glück gehabt. Nehmen wir ihn hier raus. Und der Lord.
Oder spiele ich einen Voidcaller, wo ich ihn noch nicht brauche, und danach vier in der nächsten Runde. Können wir auf jeden Fall den Apprentice killen. Guck, ob er nicht irgendeinen fiesen Spell hat. 4-5 Mana. Fireball für 3 Mana. 2 Karten dafür und kriegt. Das ist natürlich ein bisschen bitter. Das ist ein bisschen bitter. Tja, was machen wir denn da? Okay, das ist natürlich kein schöner Trade gewesen. Zwar hat er 2 Karten gebraucht, einen Fireball und den Apprentice selber, um den Death Lord zu killen. Was das Wissen. Aber ein 5er Minion dafür zu bekommen, ist natürlich schon nicht schlecht. Na, okay. Kein Duplicate. Schon mal gut zu wissen. Ein Vaporize wäre ziemlich schlecht für mich. Ich will erstmal ihn loswerden, wenn er mich noch langsam geht. Noch 15 AP, jetzt wäre mal der Ancient Healbot auch nicht verkehrt. Au. Something needs tinkering? Okay, 7 HP noch. To the void. 2, 5. Könnt auch Hellfire nutzen. Hellfire wäre gar nicht so verkehrt. Was kann ich denn machen? Ich kann ihn traden und ich kann ihn buffen. Dann hat er 5-6. Das heißt, beide sind weg und einer überlebt. Wenn ich Hellfire mache, sind auch die 3 weg und er überlebt. AP kann ich mir nochmal wiedergeben, was nicht so schlecht ist. Bin mir nicht ganz sicher, was das ist. Es ist kein Duplicate, es ist kein Mirror Entity. From the void I come. Live Tap mache ich mal lieber nicht. Was? Ist es ein Vaporize? Ist es ein Ice Barrier? Probier, glaube ich, das Vaporize gleich mal aus. I can ease your pain. To the void. Ich hab ein bisschen Angst. Aber es gibt 2 Möglichkeiten. Jetzt, wenn er noch einen Fireball auf der Hand hat, müsste ich jetzt Drain Life benutzen, sonst bin ich nächste Runde tot. Er hat auch eben mich schon angepinkt. Wenn er es nicht hat, könnte ich es eventuell nächste Runde für den Minion brauchen. I wonder. Ah, ich weiß es nicht. Komm, kein Fireball. For the Lich King! Okay, den kann ich aber auch nicht targeten. Dann heilt sie mich. Das ist auch noch. Überlebt noch eine Runde. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Ist ein Vaporize? Ja, schade. Ich hätte ganz gern die HP gehabt davon.
selbst der Deathwing könnte ein bisschen spät kommen, je nachdem, ob es noch irgendwelche Spells gezogen werden. Fuck. Anti-Kill-Bot wäre nochmal was. Autsch. Ah, okay, das war es schon wahrscheinlich wieder. Tja, probieren wir es halt. Aber selbst das reicht leider nicht. Wie blöd ist der eigentlich? Ich kann jetzt in 1. Ja, selbst wird sehr, sehr knapp. Wenn ich einen richtigen Spell noch ziehe und der, die Jaina kein Spell zieht. Ja, okay. I've got the beast in the same. Well played. Schade. Naja. War ein Versuch wert. Ja, es war knapp. Nur noch zwei, nur noch eine Karte auf der Hand. Das hätte durchaus klappen können. Das wäre ein cooler Deathwing-Einsatz gewesen, wenn es geklappt hätte. Aber naja. Wie gesagt, ein paar schwache Karten hatte ich mit drin, die mir nicht so richtig gefallen haben. War ein bisschen entweder mehr Board Clear oder ein bisschen mehr Control hätte ich noch haben können. Insgesamt war es trotzdem kein schlechtes Deck. 8-3 ist ja auch nicht zu verachten. Was wir bekommen. Ein Kirin Tor Mage. 30 Gold. Ein Pack für 180 Gold. Damit haben wir uns die nächste Arena schon gespielt. Und ich würde sagen, das war ein cooler Run. Demnächst öffne ich mal wieder ein paar Packs. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.